So, jetzt aber ohne lange Umschweife rein in die Holger. Und ich glaube, hier machen wir den Frame weg. So gefällt es mir besser. So, wir sind nach wie vor am bösen Haus der Knochen, wo die kleinen Monster gezüchtet werden namens Studenten. So wie die Wache gestern gesagt hat. Und zwar versuchen wir jetzt, nachdem das gestern so ein Misserfolg war, versuchen wir uns jetzt in das Gebäude reinzuschleichen, idealerweise in den ersten Stock. Weil ich nicht weiß, ob das so geht. Okay, hier unten ist der Madbot. Da drüben hängt der Typ, den wir befreien müssen. Ist die Frage, ob der Madbot uns sieht, wenn wir hier oben rumschleichen. Möglich wär's. Okay, und ich sehe gerade, wir kommen von hier aus gar nicht rein. Ja, wir hätten uns unten rumschleichen müssen. Da ist auch nochmal Scrap Metal zum einen. Jetzt habe ich ein halbes Lenkrad. Ja, das ist aber normal, wenn ich das spiele. Das Lenkrad sieht man ja nur in seiner Gänze, wenn ich Rennspiele spiele. Das war gestern auch schon so. Nicht so schlimm. Das Lenkrad wird es überleben. Ja, hier wäre halt ein super Ort, um den Madbot auszuschalten. Aber ich glaube wirklich, wir gehen zuerst rein. Keine unnötigen Geräusche machen, Freunde. Wir klettern zuerst hier rein. Oh, das geht gar nicht. Kann man nicht hier reinklettern? Wie blöd ist das denn? Ich muss aber da rein. Okay, dann müssen wir jetzt ganz bescheuert durch den Haupteingang und hoffen, dass die uns nicht sehen. Wie es dem Hasen geht, ich möchte nicht drüber sprechen. Der Hase ist verhindert. Der kann leider nicht ans Telefon kommen. Der hat Hasenbusiness zu erledigen. Also ich sag's mal so, ich habe eventuell gestern vielleicht noch ein wenig genascht. Ein ganz kleines bisschen. Hast du gesehen? Gut, dass man bei Twitch nicht Stopp drücken kann. So, jetzt haben wir aber ein Problem. Wir können nicht zu denen hochsteigen, ohne dass die das bemerken. Weil ihre Kreise hier entlang gehen. Und wir haben ja gelernt, dass sie uns entdecken, auch zum Beispiel durch Fahrzeuge hindurch. Also, wieso sollten sie uns nicht entdecken, wenn wir jetzt hier unten rumlatschen? Ich würde sagen, wir haben ja gespeichert. Ich dappe jetzt einfach mal in den Kreis rein und gucke, was passiert. Okay, interessant. Dann hätte uns der Madbot wahrscheinlich aber auch nicht gesehen. Okay, gut, dann gehen wir jetzt raus auf den Hof und suchen diesen Aufgang. Jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt wieder. Ich sitze schon wieder so da. Später habe ich wieder Rückenschmerzen. Wie oft habe ich jetzt wieder in einem Satz gesagt? Man weiß es nicht. Zwischen 2 und 5 Mal. Ah. Er ist weniger geworden. Ja, der ist definitiv weniger geworden. Ich habe ja genascht heimlich. So. Jetzt ganz cool. Cool bleiben. Keine hektischen Bewegungen. So, der Pyro muss weg. Bäuerchen. Der Pyro muss weg. Wir müssen alle Kräfte auf den Pyro verwenden. Der Jäger ist nicht so wild. Der wird wahrscheinlich eh verschwinden. So, wir gehen jetzt mal hier hin. Oh, das ist nicht gut. Okay, also zu dieser Tür laufen kann ich nicht. Okay, das war schlecht.
Das hier ist Maximum, wie weit ich gehen kann. Komischerweise kann Schweine hier weitergehen. Oh, 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 oder doch nicht? Okay, ich drücke mal Verstecken. Und mit dem lustigen Flattermann gehen wir hier auf die Seite und verstecken uns hier. So, also wir sind drin. Ich würde sagen, ich speichere jetzt hier nochmal, dann brauchen wir die Schleich-Action und das Einsammeln der Items nicht nochmal machen. Ich habe auch noch einen bekommen, aber von Milka. Finde ich aber nicht so lecker. Ich würde jetzt hochgehen, mein Osternest holen. Ja, ich habe ein Osternest. Und würde es dir zeigen. Ich habe tatsächlich auch noch einen von Milka. Ja, finde ich auch nicht so lecker. Geht, kann man machen, aber wenn man die Wahl hat, ist leider der Kinder-Dings der Beste. So, also, die haben beide 16 HP. 16 HP haben die. So, aktivieren wir Dax. Dax, du darfst da rein. Und zwar darfst du hier zur Wand. Dabei wird er natürlich gesehen, ist ja völlig klar. So, Dax, du darfst schießen, aber erstmal lautlos. Was hat Dax? Dax hat eine Handgranate. Okay, das machen wir später, wenn alle Stricke reißen. Dann benutzen wir Granaten. Jetzt benutzen wir erstmal... Huch! Jetzt benutzen wir erstmal den Bogen. Und gehen auf den Pyro. Okay, der Pyro ist auf jeden Fall getroffen. Selma ist dran. Ich glaube, Selma muss nicht weit gehen. Bei Selma reicht es, einen Schritt zu gehen. Dann kann die ab hier schon schießen. Nicht auf den, nicht auf den, sondern auf den. Okay. Jetzt wird's spannend. Jetzt wird es spannend. Bormin, wie viel Schaden machst du mit dem kleinen Drecksrevolver? Genau 5. Damit das auch wirklich ein Treffer wird, gehen wir aber hier hin. Ja, das ist einfach nicht zu toppen, das stimmt. Ist halt richtig geil. So. Okay, jetzt hoffen wir mal. Sehr gut. Okay, Gegner ist am Zug. Der rennt natürlich raus und holt seine nee. Scheiße, das haben aber bestimmt seine Freunde gehört, oder? Ja, die sind alarmiert. Der Radar zeigt die jetzt als rote Ziele an. Okay, egal, wir sind drauf vorbereitet. Wir gehen genauso vor wie eben. Nur, dass wir jetzt keine Rücksicht mehr nehmen müssen auf die Geräuschkulisse. Also fangen wir mit Dax an. Geben dem Typen eine fette Breitseite. Okay. Selma lassen wir jetzt auch reingehen. Aus folgendem Grund. Ich befürchte, dass die Jungs da unten halt hochkommen. Und dann hätte ich Selma gerne in Sicherheit. Warum geht sie jetzt nicht einen Schritt nach links? Was ist jetzt los? Da hat's Spiel gehangen. Das lag jetzt nicht am Stream oder so, das war bei mir im Spiel. So, Selma. Du darfst jetzt mal mit der dicken Wumme schießen. Pat. Und jetzt darf Bormin den Typen rausnehmen. Ja. Yeah, that was awesome. So, die Gegner sind am Zug. Okay, der macht irgendwas mit seinem Typen.
Okay, da ist noch ein Pyro. Keine Ahnung, was die da treiben. So, wie weit ist jetzt der Bot weg? Der kommt von da unten, aber die Frage ist, wo will der hin? Ist da vielleicht noch ein Aufgang? Ich würde gerne den Bot direkt rausnehmen. Wer hat denn die Botgranate? Der hat die Botgranate, okay. Bormann hat die Botgranate. Wenn ich den Bormann hier rausgehen lasse, kann er die Granate darunter schmeißen? Das ist die Frage. Wo will dieser Bot hin? Oder soll ich noch eine Runde ab? Ah, der will bestimmt da hinten hochsteigen. Das könnte ich mir vorstellen. Da hinten ist noch eine Leiter, sehe ich gerade. Dann würde ich vielleicht das so machen, dass ich mit Schweini... Wo muss ich mit Schweini hin, damit ich schießen kann? Ich versuche jetzt mal was Irres. Ich habe ja gespeichert. Oh, irgendjemand schießt. Hat nicht getroffen. So, Schweini, wir machen jetzt erstmal Folgendes. Wir werfen den Molotow auf den jungen Mann da unten und hoffen, dass der stirbt. Okay, es ist leider nichts passiert. Warum, weiß kein Mensch. Normalerweise sollte ihn das töten. Bam, 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 bam. Wir laden nach. Stellen Dax auf Overwatch. Und bei Selma machen wir genau dasselbe. Hey, Southwest, moin. Nur mal kurz da, ist besser als gar nicht da. Alles gut. Krass, der Madbot kommt einfach mal hochgesprungen. Ich wusste gar nicht, dass der das kann. Okay, verwirrend. So, der Scheiß-Pyro wirft jetzt natürlich eine Granate hoch. Er wirft sie Gott sei Dank auf den einzigen Charakter, den ich habe, der immun ist gegen Feuer. Also von dem her gute Aktion. Okay, der Madbot stört mich am meisten. Jetzt versuche ich mal mit dem Bormann. Gehen wir jetzt erstmal hier zurück. In Deckung. Ist hier noch frei? Hier ist noch frei, ne? Na, vielleicht gehe ich auch... Ist die Frage, wie weit muss man weg sein, um eine Granate zu werfen, ne? Das sind alles Dinge, die ich leider noch nicht weiß. Ich hoffe mal, dass es weit genug ist. Dann klicke ich auf die Grenade. Und dann wähle ich diesen jungen Mann hier aus. Oh je, jetzt heißt es Daumen drücken. Okay, warte mal, der Bot... Oh, der ist nur zwei Runden rausgenommen. Das stand in der Beschreibung aber anders. Oh, Glasfaser. Heißt es dann ein... Was hat man dann? Ein Megabit? Oder wie das heißt? Ich habe hier 200... Ne, Gigabit ist es doch dann, oder? Glasfaser? Also 1000 Mbit? Ich habe hier 200 Mbit und denke schon, ich wäre der König. So, jetzt schießen wir mit Selma. Mit der Rohrkanone. Kann es sein, dass der weniger Schaden genommen hat als sonst? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Okay, Gegner ist dran. Ich bin so aufgeregt. Die Schweine haben mir gestern so den Gar ausgemacht. Und heute sieht es auch nicht besonders geil aus. Aber es sieht viel besser aus als gestern. Oh, Dax nimmt doch Schaden, obwohl er anscheinend angeblich feuerresistent ist. So, Selma, wir brauchen dich. Du musst mal kurz nachladen. Und dann darfst du noch einen Schuss auf den Bot abgeben. Also ehrlich gesagt hätte ich mir die Granate sparen können,
weil Selma genau dasselbe mit dem Bot macht, was die Granate mit dem Bot gemacht hat. So, wir müssen aber jetzt auch anfangen, da unten den jungen Mann zu behaken. Ich würde sagen, wir laden hier durch. Wir putzen den Bot weg. Wir nehmen die Waffe zum Wegputzen. Der Bot ist Geschichte. Ja, das macht gar nichts. Dann würde ich sagen, wir heilen unseren Dax. Wie viel? Wir haben 4 Medikits. Geht bis 1 Gigabit. Wir haben... Ah, 300 Mbit ist aber doch auch... 50 ab ist ja schon geil zum Streamen. Weißt du, mit was ich hier streame? Mit 12 ab. Das heißt, ich kann maximal 6 Mbit pro Sekunde bei Twitch einstellen. Weil wenn ich mehr als die Hälfte nehme, dann habe ich hier zum Beispiel bei Spielen voll die Ruckler und so. Das ist überhaupt kein Spaß, ne? Das ist total ätzend. So, wir laden hier mal noch eben nach. Und dann warten wir, was die Jungs machen. Ey, ich bin so angespannt. Ich will das gewinnen. Was will er? Oh nein! Ach du! Ey, der Huso schießt einfach mal auf 3 Leute gleichzeitig. Sorry. Harsh language, aber der Typ ist ein echter Spielverderber. Wie viel Schaden die halt auch machen. Unglaublich. So, jetzt gilt es. Und zwar müssen wir jetzt Folgendes tun. Wir müssen mit dem Entchen hier raus. Eigentlich müssten wir uns heilen, aber dazu haben wir jetzt keine Zeit. Wir werfen eine Granate auf die Jungs hier unten. Das hat den Pyro nicht getötet. Ich verstehe es nicht, weil normalerweise sollte ihn die Granate töten. So, sie steht... Achso, die steht ja drin, die muss erstmal laufen. Die geht jetzt dahin. Achso, die Wand ist gar nicht mehr da. Okay, ich dachte, die wäre ausgeblendet, damit ich besser die Gegner sehen kann. Ja, danke schön. Das einzige, der Key ist ein bisschen semi-geil. In dem kleinen Bild sieht es eigentlich ganz gut aus. Im Vollbild sieht man, dass ich hier so ein bisschen, wegflacker. Aber ich glaube, das liegt auch irgendwie an den Linien des Pullis. Wobei hier an meinem Bart sieht man es auch. Ja, es ist nicht ganz sauber, aber ich find's okay. Ich habe so leichte dunkle Ränder. Für meine bescheidenen Möglichkeiten, die ich hier in meinem Hobbykeller habe, ist es ganz gut. So, ich probiere nochmal eine Granate. Scheiß drauf. Aus Fehlern wird man klug. Okay, das lässt den leider völlig kalt, den Typen. Dann muss ich jetzt was anderes probieren. So, Bormann, jetzt kommt's auf dich an, Kumpel. Jetzt kommt's auf dich an. Nein, außer Reichweite. Ich breche ins Essen. Oh nein. Ätzend. Okay, dann einfach drauf. Okay, das hat ihn zumindest mal umgeworfen, aber ich glaube, er bleibt nicht down. Von wegen. Oh nein, scheiße. Ey, der Typ macht so viel Schaden, das ist einfach krank. Und der Pyro geht in Deckung. Ich habe absolut keine Chance. Oh, jetzt kommt der Depp noch, okay. Ja, Feierabend. Ah, scheiße, Mann. Wie mich das gerade nervt. Aber ich habe einfach keine reelle Chance gegen die.
macht keinen Sinn mehr an dem Zeitpunkt. Kann genauso gut das Spiel neu laden. Das mache ich jetzt auch. Ich verschwende jetzt keine Zeit. Ist ja schon 22 Uhr durch. Ja, sorry. Das ist jetzt so ein bisschen wie so eine feige Flucht, aber... extrem nervige Stelle einfach. So, was könnten wir jetzt besser machen im zweiten Durchgang? Wir haben die ersten zwei Typen oben relativ sauber gelegt. Das hat ganz gut geklappt. Danach hätte ich vielleicht eventuell speichern sollen. Aber wie gehen wir denn mit denen hier unten um? Der Roboter muss, um jemanden zu heilen, sowieso hier hochkommen. Vielleicht bleiben wir einfach hier oben drin und leben halt damit, dass da Molotows hochfliegen. Ich weiß es nicht, ja. Schwierige, schwierige Entscheidung. So, wir gehen nochmal auf Hinterhalt und machen nochmal dasselbe, weil das hat ja im Prinzip ganz gut ausgesehen am Anfang. So, wir aktivieren Dax. Der schleicht sich rein, wird gesehen. Geht in Position. Okay, wir aktivieren Selma und machen selbiges. Die hatten wir, glaube ich... Hatten wir die hier reingestellt oder da? Ich glaube, ich hatte die hier hingestellt. Ne, da muss sie sprinten, also war es hier vorn. Da hat die immer noch freies Schussfeld. Ne, den rechten kann sie nicht angreifen, also muss die so stehen. Hey! Gute Motivationsrede! Aber, ja, das Problem ist halt, das ist wie Schach. Und wenn du halt deine Dame verlierst und der Gegner noch eine Dame hat und sich mit drei Bauern der Grundlinie nähert, um noch drei Damen zu holen, dann ist es halt sehr aussichtslos. Das, also mir fehlt es nicht an Motivation. Mir fehlt es auch nicht an Ideen, wie ich das hier schaffen könnte. Aber das ist einfach ein ganz schön hartes Brot hier, die Jungs. So. Jetzt ist die Frage, wenn wir gleich mit dicken Wummen drauf schießen, statt diese Schleichorgie zu machen, können wir mehr Schaden austeilen. Somit kriegen wir den Gegner vielleicht schneller down. Ist die Frage, fangen die Gegner schon an zu laufen, wenn die den ersten Schuss hören? Das weiß ich nämlich nicht. Okay, ich versuch's auf Nummer sicher. Ne, wir schießen mit Dax zuerst, weil der gern mal verschießt. Dann kann ich eventuell nochmal die Planung ändern, falls wir den nicht down bekommen. Okay, leider kein Crit. Vielleicht crittet ja auch mal einer, das wäre doch auch mal ein Ding. So, du darfst von da hinten. In dich habe ich ein bisschen mehr Vertrauen. Fuck off. So. Und du darfst von da... Oh, der überlebt das aus irgendeinem Grund. Vorhin hat er es nicht überlebt. Dann muss ich jetzt leider zu härteren Mitteln greifen, weil der muss weg. Okay, die Explosion hätten die sowieso gehört. Deswegen ist das egal. Ey, der ist halt voll der Terminator, ne? Interessanterweise wählen die jetzt eine andere Taktik. Ah, er geht aber in dieselbe Ecke. Ich habe einen Fussel im Mund. Irritiert mich. Okay, er macht ziemlich viel Schaden. Okay, gut. So, dann haben wir jetzt Folgendes. Wir haben genug Feuerpower, den Sektenjäger rauszunehmen, ohne irgendwas anderes zu tun. Ich lade aber vorher nach. Dann brenne ich ihm eins auf den Pelz. Baller den durch die Tür, was nicht so gut ist, weil jetzt ist er für die anderen beiden schlechter zu treffen. Das war vielleicht nicht ganz so clever. So, ich muss jetzt mit Dax ein bisschen die Position... verändern. Ah, das geht nicht. Ja. Ja, das wird schwierig.
Okay, ich gehe mit Dax hier ans Fenster. Nee, dann treffe ich ihn auch nicht. Wo stelle ich dich hin? Wo stehst du für die nächste Runde am besten, mein Sohn? Ich würde sagen, hier. Wir gehen hier rüber. Nehmen den dicken Ballermann. Gucken, dass wir den Typen treffen. Hoffentlich trifft er, ey. Er trifft nicht. Das war mir klar. Der ist von der Tür teils bedeckt. Und das reicht für den dämlichen Enterich, dass der nicht trifft. Sehr, sehr ärgerlich. So, Selma, du musst es richten. Okay, aber es reicht nicht, um den zu killen. Das ist wirklich schlecht. Bormans Runde ist schon rum. Ja, dann habe ich jetzt halt ein Problem. Egal. Ah! Nervig. So, der böse Bruder. Nein, hör auf, böser Bruder. Was macht er da? Okay, Robodoc kommt. Was tut er? Der hat voll die derben Moves. Ich will das auch können. Der springt hier einfach so über die Wände. Als wenn es nichts wäre. Okay, da hinten ist auch noch ein Aufgang. Okay, der Jäger geht in Deckung. Klar, muss er ja. Mein Dachs ist gleich down. So, jetzt haben wir ein Problem. Mal wieder. Als ob wir nicht schon genug Probleme hätten. Von hier hinten nähert sich der Madbot. Der wird wohl da zu dieser Leiche laufen. Wahrscheinlich wäre es dann sinnvoll, dem den Weg abzu. Abzudingsen, zu schneiden. Warte mal. Ich habe ja immer noch die Granate, um den rauszunehmen, ne? Okay, wir machen folgendes. Wir gehen hier rüber. Wir setzen die Granate gegen den Madbot ein. Ja, es ist halt wie Schach, ne? Wenn man Schach spielen kann, dann kann man auch das. Nein, ich habe die falsche Granate genommen! Nein! Ich kann kein Schach spielen. Habe ich vergessen zu erwähnen. Ich breche in die Suppe, es tut mir so leid. Aber ich brauche den Molly noch. Oh Mann, ich kotze. Okay, Freunde. Wie sagte einst ein weiser Mann, alle guten Dinge sind drei. Der weise Mann war ich und das war ungefähr vor 16 Sekunden. So, Dax, dann mal los. Ja, sorry, ey, das war echt, das war total blöd. Das war komplett blöd. So, Selma Hayek. Wie könnte ich es schaffen, dass du ein bisschen mehr Trefferchance hast? Du kannst halt nicht so weit vorlaufen. Aber eigentlich ist es auch wurscht. Geh mal näher ran. Ich hoffe, dass sie einen Schaden mehr macht. So. Wir fangen jetzt mal das Schießen an, damit wir sehen, ob wir den Bormin überhaupt brauchen. Diesmal. Nee. Ich schieße trotzdem mit der Waffe, weil die macht genauso viel Schaden. Deswegen ist es wurscht. Hat immer eine höhere Trefferchance. So, ein Crit würde 6 Schaden machen, das macht 5, okay. Wir nehmen das in Kauf. 5 Schaden. Selmerlein, 5 mit dem Ding oder 6 mit dem Ding? Das ist die Frage. Wenn der in die Luft fliegt, macht er sowieso Krach, haben wir festgestellt. Okay, wir gehen auch Nummer sicher. Okay, bis jetzt hat sich keiner gemeldet. Ah doch, der Feind hat mich gehört, okay. Das wollte ich wissen. So, Bormin, jetzt kommt's auf dich an, Junge. Du müsstest jetzt, wenn möglich, den Typen durchs Fenster erschießen. Ach so, das bringt mir aber nichts.
Nee, Moment. Ich habe gerade einen Denkfehler. Geh du mal da rein. So, jetzt darfst du. Und zwar den da. Okay, der ist weg. Fängt an zu brennen. Jetzt warten wir ab, wie sich die Gegner verhalten. Die Standardfrage, da kommt sie wieder. Wie immer so bis kurz nach 11 spätestens. So, ich bin am Zug. Er hier hat sich bis hierher zurückgezogen. Der macht ziemlich viel Schaden, deswegen würde ich den jetzt mal ganz sanft aus dem Spiel nehmen. Und zwar mache ich das folgendermaßen. Ich lade nach. Ich benutze diese Kraft. Und los geht's. Bam, umgetackelt. Der liegt quasi erstmal am Boden. Dann wechseln wir hier die Waffe. Gehen mit ihm hier raus ans Fensterchen. Ne, wir gehen mit ihm hier hin. Oh, irgendjemand schießt. Der hat aber eine Reichweite, mein lieber Freund. So, und wir schießen auf den am Boden liegenden. Bisschen fies. Aber den muss ich halt wegkriegen. So, Selma ist noch am Start, die kann von hier schießen. Selmachen, mach mich nicht schwach. Wir laden vorher nochmal nach. Und gib ihm. Okay, der hat nur noch 3 HP. Jetzt hoffen wir, dass wir den ersten Ansturm gut überleben. Okay, der Sanitäter ist schon da. Und er geht wieder hinter zu dem Pyro, der Sack. Der weiß genau, dass die Figur wichtiger ist als die andere. Okay, und der Sektenjäger nähert sich wieder von der Seite und der Schlechter, der ist noch weit genug weg, der sorgt mich noch nicht. So, mein Kollege liegt hier am Boden, der muss auf jeden Fall weg, das könnte Dax machen, weil Dax werde ich wahrscheinlich so stehen lassen. Dax erstmal nachladen, dann darfst du den erledigen. Danke. So, jetzt muss ich nachdenken. Jetzt muss ich nachdenken. Der Bot steht hier. Schweinchen steht da. Da oben steht der Jäger. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Ich weiß, glaube ich, wie wir es machen. Ich glaube, ich weiß, wie wir es machen. Wie viel verbraucht das hier? Das verbraucht nur einen. Das ist doch sehr gut. Dann nehme ich mal das. Und verwurzle den Roboter. Damit er nicht laufen kann. Weil wer nicht laufen kann, kann er auch nicht zu seinen Patienten. So, dann steht der jetzt erstmal da. Dann befassen wir uns jetzt erstmal mit dem Kollegen, der uns hier oben so nahe gekommen ist. So, Bormann geht hier rein in Deckung, perfekte Deckung und nimmt den Typen aufs Korn. Damit er gleich mal, ups, das war so nicht geplant, aber gut. Der Zweck heiligt die Mittel oder wie sagt man so schön, mit Spatzen auf Kanonen schießen oder umgekehrt. So, Selmachen, du kannst noch laufen, du gehst jetzt mal hier schön in Deckung. So. Und mein lustiges Vögelchen. Ach so, der bleibt stehen. Schade, der hat ja schon gezogen. Nein, 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 nicht die Scheiße. Ach so, okay, gut. Er aktiviert nur einen von seinen Typen.
Nur ist gut. Direkt einen Molly gefangen. So, der Sektenjäger kommt, natürlich. Er muss sich ja revanchieren. Und der Schlechter kommt näher, alles klar. Okay, so. Dax sieht schlecht aus, der steht halt auch echt blöd. Wir lassen ihn aber mal kurz brennen. Zugunsten... Oh, der stirbt gar nicht, wenn ich den jetzt hier anballere. Sorry. Der stirbt gar nicht. Dann müsste ich ein Glück haben, dass der nochmal runterfliegt und mehr Schaden nimmt. Okay, der hat nicht mehr Schaden genommen. Dann werde ich erstmal mit Dax aus dem Feuer laufen, logischerweise. Dax läuft hier rein. Dann kann er nicht mehr schießen, dann müsste ich das mit Selma machen. So, Daxi Baby. Heile ich dich jetzt oder warte ich, was als nächstes passiert? Zur Not kann ich ihn ja aufheben. Geh mal kurz auf Selma. Schau mal, ob die auf den... Die kann auf den schießen, von hier aus. Dann würde ich sagen, die lädt nach. Und schießt auf den. Hoffentlich treffe ich. Confirmative, he's lying down again. Der Roboter ist ja schon süß. So, jetzt machen wir Folgendes. Wie verfahren wir mit Dax? Wie verfahren wir mit dir, Dax? Solange du brennst, will ich dich nicht heilen, weil das wäre ja Perlen vor die Säue. Du gehst einfach mal auf Overwatch. So, ihm reicht es jetzt, er kommt näher. Dafür geht der Pyro weiter weg, das ist sehr charmant. Aber der Schlechter kommt langsam ran. Okay, Dax hat nur einen Punkt verloren. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Jetzt müssten wir uns langsam um den Medbot kümmern. Oder wer ist wichtiger? Lass mich überlegen. Der Molotow-Mann ist zu weit weg. Dem kann ich nichts anhaben. Könnte ich mit Dax... Ich bin auf Dax, ne? Ja. Ich könnte mit Dax direkt vor den Bot laufen. Ich glaube, der Bot hat keine... Doch, der hat eine Waffe. Okay, den habe ich nämlich noch nie kämpfen sehen. Ach, ich laufe mal dahin und brenne ihm eins auf den Pelz. Um schon mal so eine kleine Hausnummer zu setzen. Karin Ritter, ja, die ist gestorben. Habe ich jetzt nicht wahnsinnig viel Mitleid mit, aber ja. Okay, interessant. Der hat aber auch nicht viel Schaden genommen. So, Selma, du darfst ihm aus direkter Nähe... Scheiße. Okay, Bormann, auf dich kommt's an, mein Sohn. Du musst es wieder richten. Du kannst leider nicht so weit laufen. Ich hätte dich aber schon gerne in Deckung. So, wir gehen mal mit Bormann hier ins Häuschen. Ah, ich lade lieber... Ne, ich brauche nicht nachzuladen. Ich gehe mit ihm in Deckung, so. Okay, wir warten ab. So, der Medbot ist aktiviert und fängt natürlich direkt an zu heilen. Jetzt kommt der Bruder hier hoch. Ganz mieses Timing. Und scheiße, der Sektenpyro kommt auch. Boah, der Schlechter kann auch da hochhüpfen, was geht ab? Voll die Superathleten. Okay, die trauen sich aber in der Runde nicht so wirklich an mich ran, ne? Das sah in der letzten Runde noch ganz anders aus. So, Bormann, mein Freund, du müsstest jetzt
Erstmal nachladen. Dann die richtige Granate nehmen. Und unseren Bot mal für 2 Runden in den Schlaf schicken. Sehr schön. Dax brennt immer noch, was ich sehr merkwürdig finde. Ich habe noch nie jemand so lang brennen sehen. Der heilt sich jetzt mal. Und brennt mal direkt ihm hier eins auf den Pelz. So, der nimmt echt wenig Schaden, wenn der in dem Zustand ist. So, Selmalein, du musst jetzt mal was anderes regeln. Und zwar den Typen, der da steht. Nicht den, nicht den, auch nicht den, sondern den. Ins Gesicht. So, der weiß auch schon mal, wie spät es ist. Er brannte nur einen Sommer lang. Okay, das sieht schlecht aus. Ah! Autsch. Scheiße, das haut immer voll rein, die Kacke. Okay, wir haben ein Problem. Okay, das wird leider echt hart. So, die muss nachladen. Führt keinen Weg dran vorbei. Dann muss die leider... Ja, der ist auch eine sehr imminente Gefahr, dieser Schlechter, ne? Aber der hier ist schlimmer mit seinen Feuerdingern. Der muss weg. So, Bormin, mein Freund. Was mache ich mit dir? Du musst dich leider heilen, weil dich darf ich nicht verlieren. Du bist der wichtigste Char hier auf dem Brett. Kannst du versuchen, den durch die Wand zu treffen? Ja, das ist schwierig. War klar. War leider klar. Okay, Dax muss nachladen. Super, und er hat keine freie Sicht auf den. Naja, ist dann halt so. Wir schauen mal, wie hoch die Chance ist. Nee, außer Reichweite. Könnte versuchen, eine Granate dahinter zu fetzen. Vielleicht eine, die die beiden hier trifft. Ja, Mann! Sehr gut. Einer weniger. Der warme Bruder kommt leider wieder hoch. Nein, 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 nein. Hör auf mit der Scheiße. Oh nein, jetzt geht Bormin down. Ah, ich wusste es. Verfickte Axt. Entschuldigung. So, jetzt haben wir ein Problem. Selma ist nah genug dran, um Bormin zu heilen. Das ist nicht das Problem. So, du musst leider erstmal nachladen. Okay, ich muss es wagen. Ich gehe hier auf den Crit. So. Selma, wie sieht's aus? Bormin verblutet erst in 2 Runden, aber ich glaube, du machst es auch nicht mehr lange. Ich hätte aber gerne den Medbot los. Was mache ich denn jetzt? Den Sektenschlechter kann ich nicht rausnehmen. Den könnte ich aber verwurzeln, damit er nicht angreifen kann. Dann bleibt der erstmal 2 Runden da stehen. Das wäre ja schon mal gut. Okay, der hängt fest. Dann kann Selma jetzt mit der letzten Amtshandlung den Bot rausnehmen. Wird dann wahrscheinlich sterben, aber ich hoffe, dass Dax die Runde überlebt und dass der die aufheben kann. So, jetzt kommt's drauf an. Oh, Mann. Schnauze, warmer Bruder. Nein! Ach, du Asslinger. Lebt noch irgendeiner, der uns schaden kann? Okay, Selma ist noch okay. Okay, eigentlich ist es ja nur noch der Schlechter.
Jetzt würde ich sagen, Selma hebt jetzt unser Schweinchen auf. Ist die Frage? Ja, ich glaube, das geht. Komm, Selma, mach. So, Bormann hat noch ein oder zwei Schüsse. Oh, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Bormann nimmt den Schlechter raus, weil wir den Schlechter nicht wegbekommen. So, der Schlechter ist down. Wer hat noch einen Zug? Oh, Bormann hat noch einen Zug. Dann darfst du jetzt nochmal auf den am Boden liegenden schießen, wie sich das gehört. Fair geht vor. So, und jetzt müsste theoretisch... Also einen direkten Angriff von diesem Wasserkopf, der da links steht, überlebt, glaube ich, der Bormann. Jedenfalls hoffe ich das, dass es nicht 4 Punkte abzieht. Dann würde ich jetzt... Dann würde ich jetzt... Was mache ich jetzt? Ich versuche mal... Ach so, Deckung bringt ja nichts gegen den. Das ist ja das Problem. Der schießt ja durch die Wand. Das hilft mir gar nichts, was ich gerade vorhab. Das hilft mir überhaupt fucking gar nichts. Ich muss den Schlechter rausnehmen. Ich habe keine andere Wahl. Muss dann hoffen, dass der Wasserkopf uns nicht tötet. Jetzt heißt es Daumen drücken. Okay, der Schlechter ist down, immerhin. So. Oh. Selma hat noch einen Zug. Selma hat noch einen Zug. Selma, du musst jetzt was für uns tun. Du musst am Leben bleiben. Das geht nur, wenn du dich heilst. Und dann hoffen wir, dass wir den Angriff des Typen überleben. Wir haben auch nur noch den einen... Ja, wir müssen es leider machen. Okay, es wird eine enge Kiste. Es wird eine fucking enge Kiste. Okay, der hat die Flucht angetreten. Ich gehe mal stark davon aus, dass der vielleicht seine Kraft auch erst aufladen muss. Jetzt gilt es, ihm nachzusteigen. So, Selma. Du musst leider... Geht nicht anders. Du musst zu dem Typen direkt hin. Und musst ihm eins auf den Pelz brennen. So, Bormann. Du musst dasselbe machen. Ne, nicht sprinten. Okay. Scheiße, der muss nachladen. Hier haben wir noch zwei Schuss drin. Dann nehmen wir jetzt einfach die. Scheiß drauf. Macht nicht viel Schaden, aber... So, Dax, du bist leider am Arsch der Welt. Ich weiß nicht, ob du es schaffst, bis da runter zu laufen. Doch, schafft er, aber dann kann er halt nur durchs Fensterchen schießen. Das ist unsere einzige Chance. Our only chance. Da haben wir auch noch einen Schuss drin. Ich glaube, wir nehmen das Ding. Sehr gut. Ah, oh, bitte mach jetzt nicht irgend so einen Armageddon-Super-Scheiß-Trick. Okay, Dax ist down. Damit können wir leben. Ist halt so, wir können ihn eh nicht mehr heilen. Problem ist, wenn er nochmal einen Angriff machen kann, dann sind wir alle des Todes. Oh Mann, ey, wird das eine enge Kiste?
Bam. Den hat's durch die Wand gedrückt. So, Selma, du musst auch nachladen. Wäre geil, wenn du kritten würdest, aber ich glaube, dass du gegen dieses Teil da schießen wirst, was da steht. Oh, er hat noch ein HP. Flüchte, du Lump, flüchte. Jawohl, er ist geflüchtet. Jetzt müssen wir ihm nur nach und matt setzen. So, Selma kann nicht raus. Selma kann nur bis zum Fenster. Egal, dann ist es jetzt so. So, Selma, du musst den Sack jetzt für uns legen. Geh down und bleib down. Ja. Yeah. Oh Gott. Wir haben es geschafft. Ich glaube, ich habe ein bisschen Pipi in die Hose gemacht. Oh. Mein Gott, wie knapp kann das denn bitte sein? Ich hatte noch zwei Leute mit irgendwie 2 HP oder 1 HP. Ein Mann down. Oh, leck mich am Arsch. Ja, vielen Dank. Jetzt bitte nicht mehr klatschen. Sonst weckt ihr die Nachbarn. Mann, schockschwere Not. Ey, ich hab Puls. Jetzt bräuchte ich so ein Pulsmesser. Kennst du die Leute mit dem Pulsmesser? Das sind die Profis. Ich bräuchte jetzt auch so ein Ding. So, wir schauen mal kurz, wer alles zuschaut. Wer hat mein... Oh, Dude Bear. Ich grüße dich, auch wenn du nie was in den Chat schreibst in letzter Zeit, was mich ziemlich ärgert. Electrical Longboard ist am Start, Lilly sowieso, Rogue Girl ist am Start, die ist neu. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Stream. Der gute Southwest. Und der Rest sind Bots, die lese ich nicht vor, die haben keine Nennung verdient. Dein Nachbar ist dein Bruder. Ja, dann liebe Grüße an Olli, den Guten. So, wir entspannen uns ein wenig und müssen jetzt halt nur rumlaufen und überall den Loot einsammeln. Das wird noch eine Mammutaufgabe, weil wir haben das Gebäude hier ziemlich zerlegt. Muss jetzt erstmal schauen, mach mal Licht an. Wie wir hier rauskommen, weil die kann ja nicht durch die Fenster steigen. Ah, hier haben wir auch fachmännisch zerlegt. So, lag hier draußen eine Leiche? Nee, ne? Wir können direkt hochgehen. Okay, da gibt's keinen Hoch mehr. Da fehlt der Boden. Da geht's noch hoch. Okay, also die Waffe kann ich schon mal nicht mehr einsammeln, weil der Balkon, auf dem die liegt, ist nicht mehr existent. So, wir können aber jetzt hier oben mal die große Kiste gleich öffnen. Schrott. Auch Granate. Schrott. Ja, hau rein, Southwest. War cool, dass du bei meinem Triumph dabei warst, um den vor Percy zu bezeugen, falls er es nicht glaubt. So, wir öffnen die Truhe. Da könnte eine Waffe drin sein, so wie die geformt ist. Oh, eine Schrotflinte. AKA Boomstick. In diesem Falle Bummstock. Diese lange Schusswaffe ist abgenutzt und zerkratzt, sorgt mit ihrer enormen Feuerkraft im Nahkampf allerdings dafür, dass du in der Zone gefürchtet bist. Chronist Ash. Die macht 8 Schaden und hat 3 Schuss, 8 Reichweite. Ist gar nicht so verkehrt. Die Frage ist, wem drücken wir die aufs Auge? Weil die Donnerbüchse ist ja schon eine meiner Lieblingswaffen. Aber die macht mehr Schaden als die Donnerbüchse. Die wäre auf jeden Fall geiler als die Streukanone, denke ich. Dann geben wir die unserem Ducky. Ich habe jede Menge Waffenscheine. Nee, ich habe keinen Waffenschein mehr. Ich hatte mal einen kleinen Waffenschein, den habe ich tatsächlich gebraucht für die Arbeit. Den nennt man kleinen Waffenschein, weil der dich nur berechtigt, auf der Arbeit eine Waffe zu tragen, aber nicht in der Öffentlichkeit, also im Privatleben. In der Öffentlichkeit schon, wenn du im Dienst bist, aber nicht wenn du privat unterwegs bist. Deswegen nennt man das kleiner Waffenschein.
Der dürfte aber nicht mehr gültig sein, weil ich glaube, der ist erloschen, als das Arbeitsverhältnis damals erloschen ist. So. Nehmen wir so ein Knicklicht mit. So, Selma hat noch ihre Granaten. Du nimmst mal noch so ein Knicklicht mit. So. Dann schauen wir doch gerade mal noch in die Mutationen, bevor es hier weitergeht. Für die Ultimas, Sporenwolke, erleidest du Schaden, gibst du Rauch ab. Dein Körper ist mit Pilzsporen bedeckt und jeder gute Chronist, der seinen Grog wert ist, wird dir bestätigen, das ist echt übel. Sobald irgendwas in deine infizierte Haut sticht, stößt die Wolke aus Sporen aus, die deinen Gegnern die Sicht nimmt. Gut, was? Dummerweise siehst du selbst aber auch nichts mehr. Aber was hat man denn davon? Ich habe mal für die US-Armee gearbeitet. Im Sicherheitsbereich. Und am Flughafen Köln-Bonn habe ich in der Sicherheitszentrale gearbeitet. Aber da haben wir keine Waffen getragen. Also ist es unerheblich. Aber das war so meine Sicherheitskarriere im Schnelldurchgang. So, 25% Waffenreichweite brauchen wir im Moment auch noch nicht. Dann würde ich sagen, wir investieren jetzt in Trefferpunkte. Oder sollen wir uns an Leichen laben, um TP zu regenerieren? Weil die Medikits sind halt relativ schnell aufgebraucht, ne? Da wäre das vielleicht gar nicht so übel. Ich lasse es mal. Ich werde ihn jetzt nicht leveln. Dafür können wir jetzt bei ihm hier weitermachen. Deaktiviere einen mechanischen Gegner eine Runde lang. Eine Runde lang aber nur. Ist nicht verkehrt. Und das hier ist die Waffenreichweite. Was kommt hier? 50% kritische Trefferchance bei Schüssen von erhöhter Position. Okay, das könnte interessant werden. Ich glaube, ich nehme tatsächlich das mit dem Roboter. Oder sollen wir ihm mehr HP geben? Weil mehr HP ist halt auch wichtig. Und Roboter haben wir die Waffe von der kleinen und wir haben. Achso, ne, die Granate haben wir nur einmalig gehabt. Wir gehen auf die Trefferpunkte. So, damit Dax ein bisschen mehr aushält. Jetzt schauen wir noch bei ihr. Oh, sie hat ja schon die Froschfähigkeit. Die habe ich noch überhaupt nicht eingesetzt. Die hat auch kritischer Schaden von erhöhten Positionen. Feuere zweimal mit nur einem AP. Das habe ich aber nicht kapiert, wie man das aktiviert. Okay, die hat hier die Granatenreichweite. Das ist natürlich blöd. Trefferpunkte. Jetzt ist die Frage, auf sowas hier sparen? Wenn ich nicht mal weiß, wie es geht. Na, okay, wir lassen es mal. Ich bin mir uneinig. Gehen wir weiter auf die Suche nach Loot. Da drüben liegt noch was. Ein Grünauge, Zielfernrohr, sehr gut. Ja, tatsächlich, als Security arbeiten war gar nicht mal so uncool. Leider war die Bezahlung absolut bescheiden, weshalb ich das nicht mein Leben lang machen wollte. Aber hat auch Spaß gemacht. Aber meine jetzige Tätigkeit macht auch Spaß. Und ich muss keine Nachtschicht mehr arbeiten. Es hat alles Vor- und Nachteile. Wobei ich Nachtschichten teilweise auch echt cool fand. Ich hatte ein gutes Team und wir hatten in den Nachtschichten immer extrem viel Spaß. Vor allem, wenn wir Objekte halt bewacht haben, wo nachts nicht gearbeitet wurde, also wo man halt einfach nur Objektschutz gemacht hat. Und da war halt viel Zeit einfach nur rumsitzen. Und da hast du dann halt entweder was gezockt am Handy oder auf dem Gameboy oder auf dem Laptop. Ist auch mal vorgekommen. Oder hast eine Serie geschaut oder einfach nur gelabert und rumgelaufen. Ja, das war cool. Ja, Nachtschichten waren schon cool. Aber ich glaube, das ist auch eher so ein Job, den man macht, wenn man Single ist und keine Familie hat. So, ich glaube, wir haben hier so alles so ziemlich abgegrast.
Ich frage mich, ach so, ja, wir müssen ja den Typen, der da oben gefesselt ist, runterholen. Das hatte ich schon völlig vergessen. Wie spät ist es? Noch 10 Minuten. Hattet ihr da nur Pistol? Ja, wir hatten Pistolen. Was heißt nur? So eine 9mm, die brennt dir schon ein ganz schönes Loch in den Pelz. Ist nicht unbedingt ratsam. So, da drüben ist was mit einem Fragezeichen. Unerforschter Schauplatz. Den gucken wir uns jetzt noch nicht an, aber wir wissen zumindest, dass der hier ist. Dann holen wir jetzt mal die Jungs her. Und dann werden wir jetzt mal mit dem Typen labern. Das war der letzte von ihnen. Now, that prisoner is in Hammond, but I know him, and I think he can tell us where Hammond is. Okay, ich bin gespannt. You know, schon mal beschossen worden, oder? Spaß. The smell of gunpowder fades. We're safe. For now. Rogue Girl, sehr sympathisch, dass du auch dein I durch eine 1 ersetzt hast, wie ich. He's a stalker named Magnus. Part of Hammond's team. Selma's partner. Magnus is a mutant too. Oh, der sieht aber heiß aus. Outside, but on the inside. He's got powers. Mind powers. But he's not insane like the Nova Sect. He's calm, real calm. Tune into some frequency only he can hear. Magnus tells his tale. Him and Hammond were ambushed by the Nova Sect. Nova Sect heard about Hammond. Heard he could talk to machines. Get machines going. So they left Magnus here to die. And took Hammond south to their hangout. They call it the Spear of Heaven. Nova Sect would make Hammond interpret the gifts of the ancients and open the gates to Eden. Whatever that means. Magnus thinks they're gonna blow up the zone and take the Ark with them. I suggest we rescue Hammond before something goes boom. Selma and Magnus agree. Even Ducks. Ey, bekommen wir jetzt einen neuen Gefährten mit Mind Powers? Das wäre ja geil. Magnus kann jetzt ausgewählt werden. Wupp, wupp. Geil, du schießt auch, aber nicht mit Pistole. Was schießt du denn? Jagdgewehr. Also Gewehr habe ich auch schon geschossen, natürlich. Okay, da unten geht's für uns weiter. Die Eisenschlange, das ist auch neu. Aha, aha, aha. Okay, cool. Unerforschter Platz. Dann haben wir hier ein Autosymbol. Ja, und hier oben haben wir noch den Platz hier, den unerforschten, den gucken wir uns jetzt noch schnell an, bevor wir in die Arche zurückporten. Und wo kann ich denn? Da nicht. Hier, Charakter wechseln. Aha, hier könnte ich Bormin mit ihm wechseln. Ich kann Duck auswechseln. Ducky. Ich mag Ducky. Ducky ist voll cool. Aber Ducky stirbt. Oder stirbt nicht schnell, aber Ducky schießt immer so verdammt schlecht. Vielleicht ist der neue Typ besser. 6 Gesundheit bringt er mit, 12 Bewegungen, 0 Rüstung und 10 Werfen. Also er hat genau dieselben Grundwerte. Die Frage ist halt, was hat er für Kräfte? Das ist die große Frage, die sich mir stellt. Der hat eine Waffe namens Rambino. Und hat noch keine Mutationen. Oh, dann muss ich den ja auch noch einzeln hochleveln. Warte mal. Wir wählen den mal kurz aus. Gehen wir auf Mutationen. Ha! Der hat 18 Punkte verfügbar. Ja, leck mich doch am Ärmel. Dann schauen wir doch mal, was sich da so verbirgt. Jagdgewehr hatte ich schon in der Hand. Wie Revolver und KK. Dass ich aber nicht schießen durfte, weil ich noch zu jung war. Aber Luftgewehr schieße ich. Ah, cool. Im Schützenverein oder just for fun? So, was haben wir denn? Telekinese-Schild. Also Telekinese ist
Chinesisch und bedeutet ein Chinese, der beim Fernsehen arbeitet. Das wissen viele natürlich nicht. Das ist natürlich völliger Bullshit. Das ist Latein und bedeutet Chinese, der beim Fernsehen arbeitet. 25% Chance, Kugeln aus der Luft zu pflücken. 35%, das ist nicht viel. Das heißt, 2/3 der Kugeln gehen trotzdem durch. Deine enormen übersinnlichen Fähigkeiten erzeugen einen Schild, der Kugeln mit einer Chance von 35% aus der Luft pflückt und unschädlich macht. Das ist irgendwie uncool. Ausweich. Sprint. Immunität gegen Überwachungsangriffe während des Sprints. Aha, okay. Das heißt, wenn er irgendwo hinsprintet, kann er nicht angegriffen werden. Also da ist das aber echt charmanter. Muss ich mal echt sagen. Das ist ja super lame. Weil ich sorry, Bäuerchen. Ja, Schützenverein. Okay. Cool. So, wir nehmen das. Oh, und da krümmt er sich. Oh, der hat ja so eine AK. Korrekter Mundo. Der hat so eine AK am Start. So, schleiche von Deckung zu Deckung. Endlich zahlt es sich aus, dass du jahrelang durch die Zone geschlichen bist. Dank deiner katzenhaften Sinne hast du ein überragendes Gespür für deine Umgebung. Du kannst Gegner meistens unbemerkt umgehen. Das nehmen wir natürlich auch mit. Müssen wir ja. Und jetzt kommen die interessanten Sachen. Kontrolliere einen organischen Gegner 2 Runden lang. Sexy Hexy. Du kannst durch reine Willenskraft die Kontrolle über andere humanoide Kreaturen übernehmen, um diese in willige Marionetten zu verwandeln. Haha, das würde ja bedeuten, dass ich zum Beispiel einen Pyro rausnehmen könnte und könnte ihm sagen, also wahrscheinlich habe ich ja dann seine Kräfte, dann kann ich dem seine Molotows auf die feindlichen Einheiten werfen. Ich nehme nicht an, dass ich so einen Boss-Typen übernehmen kann. Das wäre wahrscheinlich zu heftig, aber wir werden es natürlich trotzdem probieren. So, wir gucken aber noch schnell, was das andere ist. Elektrizitätsangriff, der auf gruppierte Gegner überspringt. Das ist das, was der Wasserkopf vorhin mit uns gemacht hat. Was ist mit der Ente? Was soll mit der Ente sein? Die Ente ist Geschichte. Die Ente ist gelöscht. Die Ente wird uns nie wieder stören. Wir sind jetzt unter uns. Wir sind entenfrei. Ich sage, duck you, Ente. Nee, ich habe jetzt einfach mal die Ente ausgetauscht, um zu sehen, was der hier kann. Das ist noch nicht das finale Setup. Wir können, wenn du mal einen Blick hier oben hinwirfst, leider immer nur 3 Leute mitnehmen. Das heißt, wir müssen nach den Kräften entscheiden, wen wir an den Start nehmen. Und im Moment ist er von den Kräften her sehr, sehr attraktiv. Die Ente hat nicht so wirklich den krassen Skill, außer dieses Hochfliegen, was sich mir aber noch nicht ganz erschlossen hat, wann ich das benutze. Und Selma zum Beispiel kann die Gegner verwurzeln. Selma ist eine verdammt gute Schützin und ja, eigentlich ist Selma ein guter Charakter. Ich würde sie auch ungern gegen das Entchen tauschen. Aber der Enterich ist schon ein sehr, sehr geiler Charakter. Da stimme ich absolut zu. Aber Bormann kann ich nicht hergeben. Der ist die absolute Kampfsau. Sprichwörtlich. Also im Moment wäre das mein Team of Choice. Wenn aus irgendeinem Grund sich das nachteilig auswirkt, dann kann ich ja immer noch Ducky wieder zurückholen. Der ist ja nicht verloren. Ne? Also ich will definitiv die 2 Kräfte haben. Wir haben noch 12 Punkte. Wieder schauen und reingehauen. Alles klar. So. Jetzt müssen wir ins Inventar. Weil der gute Mensch muss ja auch noch ausgerüstet werden. Der hat im Moment diese Rambino. Aha. Da haben wir eine EMP-Granate. Die würde ich aber, glaube ich, nochmal dem Kollegen hier geben. Dann kann er hier das Ding mitnehmen, was die Sprengkraft erhöht. So, jetzt ist die Frage. Ah, Moment. Haha, das ist ja blöd. Wir müssen erstmal Ducky auswählen.
Dann müssen wir ins Inventar und Ducky ausziehen. Ah, was war das hier nochmal? 20 plus Crit werden versteckt. Das habe ich ja nicht ganz kapiert. Und das hier war kritische Trefferchance von erhöhter Position. Nee, dann gebe ich dem neuen den Hut, aber ich brauche die Rüstung, weil ich leider keine Rüstung habe. Und ich glaube, ich gebe ich dem die Armbrust, damit er auch lautlos schießen kann. Oder gebe ich ihm die Schrotflinte? Ich glaube, ich gebe ihm erstmal die Armbrust, um zu testen. So, dann nehmen wir den mit. Gehen nochmal auf Inventory. Nehmen die Armbrust an uns. Wobei die halt echt nicht gut ist, ne? Aber sie ist lautlos. Ah, und wir haben sie auf Stufe 2. Darauf habe ich gar nicht geachtet. Okay, dann ist die doch ganz gut. Dann ziehen wir die Rüstung an. Dann hat der jetzt wenigstens auch 8 Gesundheit. Ziehen den Helm auf. Den Helm. Die Mütze. Den Hut. Und dann war es das erstmal. So. Haben wir jetzt hier noch irgendwas zu leveln? Nee, da haben wir gesagt, das sparen wir uns auf. Und hier haben wir gesagt, dass die zwei blöd sind, dass wir deswegen auf TP gehen. Okay. Gut. Jetzt haben wir 23 Uhr und eigentlich bedeutet das, aber wir wollen jetzt natürlich noch schauen. Ich nehme dann gerade mal ihn als Hauptcharakter zum Rumlaufen. Wir wollen natürlich schauen, wo da hinten der Weg hergeht. Hingeht. Nee, falsche Richtung. Geil, ey. Progress gemacht, sehr schön. Neuen Charakter bekommen. Schön Punkte verteilt. Die Ausrüstung nochmal neu ausgerichtet. Ich laufe in die falsche Richtung. War das vielleicht doch da unten? Okay. Sorry, meine Navigationsfähigkeiten. Oh, ich sehe da übrigens noch was leuchten. Wir gehen mal nochmal durch den Haupteingang. Wir haben vergessen, was einzusammeln. Da oben an die Waffe kommen wir leider nicht dran, aber da innen drin steht ja noch was. Das hat der Boss gedroppt anscheinend. Defibrillator. Lustiges Geräusch. Dieses Gerät mit der Aufschrift Defibrillator scheint der Entspannung gedient zu haben, da auf dem Diagramm ein offenbar schlafender Altvorderer abgebildet ist, der mit dem Gerät behandelt wird. Vermutlich wurden dabei gleichzeitig diese offenbar lästigen Frips entfernt. Defibrillator. Defibrillator. Instructions to use this on somebody who's lying down. Maybe something to aid sleep or to relax. Okay, hier war noch Schrott, den habe ich aber nicht gesehen. Also manchmal muss man echt mehrfach drüber laufen. Da ist noch Schrott. Gut, dass ich hier nochmal die Runde gemacht habe. Ich tue mir teilweise echt schwer, die Einsammelsachen zu sehen. So, da vorne liegt noch ein Monitor. Schön, da gibt es ja richtig viel. Leichen. Leichen kann man nie genug haben. Okay, dann machen wir es jetzt aber so, weil das Ganze ein bisschen länger gedauert hat jetzt als geplant mit der Ausrüstung und so weiter. Wir porten jetzt zurück in die Arche. In die Arche. Yes. Oh, die hätten das wie in Real machen müssen. Was meinst du? Wie ist es denn in Real? Wenn die es wie in Real gemacht hätten, dann würden die Sachen ja gar nicht blinken. Dann würden die einfach da liegen. Oh, pst. Muster. Now leads to the Nova Sex base in the south.
mind. The Nova Sect's leader, Plutonia, is obsessed with the prophesied doomsday that never comes. Ja, wäre cool, wenn man den benutzen könnte. Um Gegner. Wie, du hast es gesehen. Was genau? Ich hab nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Na, oh, und wieder auf die Hose. Für mich ist das übrigens genauso leise wie für euch. Ich weiß nicht, warum der Typ immer so leise redet. Nervt mich voll. So. Mach Idiot. Alles klar, Chef. So, dann machen wir nochmal ganz kurz hier die Round. Erstmal zu Prip. Und dann... So, Sanitäter, verbessert Medikits um 3 TP. Das ist verdammt viel. Ich glaube, das werden wir machen. Wollt ihr wissen, wie sich der alte Pripf in Form hält? Mit viel Grünzeug, grünen Pestraupen, um genau zu sein. Ja, ich weiß. Die Biester schmecken scheiße. Sogar schlimmer als scheiße, sagt ein Freund. Trotzdem sollten sie in keinem Medikit fehlen. Die Dinger wirken echt Wunder, glaubt mir. Ich würde euch doch nie anlügen. Sprengmeister, erhöht den Granatenschaden um 4, ist auch nicht so verkehrt. In meinen besten Jahren, als ich noch als Stalker unterwegs war, bin ich über ein paar Flaschen Nitroglycerin gestolpert. Naja, eigentlich nicht ich. Es war Tony aus unserer Crew. Als uns seine Beine um die Ohren geflogen sind, war mir klar, die Dinger lassen sich zu Geld machen. Leider waren die Nitro-Cocktails nicht der Verkaufsschlager, auf den ich gehofft hatte. Und der Älteste war auch nicht gerade begeistert, als einer seiner Chronisten in die Luft geflogen ist. Technikfeind plus 10 Crit gegen mechanische Gegner. Okay, wir nehmen das mit den besseren Medkits. Na, der Defibrillator belebt ja Leute wieder mit Stromschläge und man hätte das so machen müssen, dass ein gestorbener Charakter wiederbeleben wird. Ja, das habe ich schon so verstanden. Hab nur vorhin einen Scherz gemacht. Aber ja, wäre cool gewesen, wenn der Defibrillator jetzt eine Heilkraft gewesen wäre, die man permanent einsetzen kann. Im Gegensatz zu Medikits, die halt nach einem Einsatz wieder weg sind. That's surprising. So, man kann hier eine Weste kaufen, was vielleicht auch gar nicht so verkehrt wäre, wenn alle Charaktere eine Weste haben, aber die ist nicht besser als die, die unsere schon anhat. So, deswegen kaufen wir wieder ein Medkit. Safe travels. Wir haben nur 11 von diesen Basteldingern für die Waffen. Das heißt, da können wir... Ja, ich überspringe das mal. Das heißt, hier können wir leider auch nicht viel machen, aber wir haben ja so ein Fernrohr eingesammelt. Wir können mal kurz gucken, was das tut. Okay, das macht einfach eine größere Waffenreichweite. Das kann ja nicht schaden. Take it easy, altes Haus. So, dann haben wir hier alles, würde ich sagen. Dann werde ich jetzt an der Stelle speichern und dann geht's hier bei der nächsten Session weiter. Und wann die ist, das überlasse ich eurer Fantasie. Also ich werde morgen noch streamen. Morgen ist ja Mittwoch. Ich denke, morgen werde ich nochmal streamen. Donnerstag werde ich nicht streamen, weil ich am Donnerstag eine Torte backen will. Und das geht leider nur abends, weil ich ja den ganzen Tag arbeite. Am Freitag dann eventuell wieder. Mal schauen. Freitag oder Samstag. Oder Freitag und Samstag. Mal gucken, wie es so läuft. Na gut, Freunde der Sonne. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich verabscheue mich für heute. Wünsche euch
einen schönen Restabend und eine gute Nacht. Erholt euch gut und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Keine Ahnung, ich hab nicht so eine Punchline, aber wäre cool eigentlich, wenn ich sowas sagen könnte wie... Aber keine Ahnung, wenn euch was einfällt, schreibt es mir per PN oder hier im Chat. Sonntag kannst du nicht, lass mich raten. Naja, ich will es gar nicht wissen. Oder doch? Vielleicht will ich es wissen. Egal. Ich muss ja nicht alles wissen. Na gut, dann ja, kannst du ja Samstag einschalten. Samstag bin ich bestimmt auch da. Samstag ist ja mein... Ich kann ein bisschen länger machen, Abend. Mal gucken, was wir dann machen. Vielleicht spielen wir dann irgendwas Neues, was ich noch nicht gespielt habe, um die Zeit möglichst clever auszunutzen. Mal schauen, mal schauen. Na gut, auf Schauen reimt sich... Ach so, du bist nächste Woche in der Schule. Ah, stimmt, ja. Wir hatten es ja von zweiwöchigem alternierendem Unterricht. Na gut, kein Problem. Kein Problem. Also, dann schauen wir mal. Und auf Schauen reimt sich Hauen. Und das machen wir jetzt. Wir hauen rein. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Peace.